Lass uns die größte Sandburg der Welt bauen. Ich liebe Sandburgen. Also lass uns loslegen. Lieber Bingo, wo bist du? Hier bin ich. Lass mich dir helfen. Johnny, Johnny. Ja, Papa. Isst du Zucker? Nein, Papa. Bist du sicher? Ja, Papa. Mach deinen Mund auf. Ha, ha, ha. Baby Dewey. Ja, Bruder. Isst du Zucker? Nein, Bruder. Lügst du?
öffne deinen Mund. Ha, ha, ha. Baby, du ich. Ja, Papa. Isst du Zucker? Nein, Papa. Bist du sicher? Ja, Papa. Mach deinen Mund auf. Ha, ha, ha. Bist du sicher, Dewey? Du siehst mir sehr schläfrig aus. Nein, ich bin nicht. Ich ruhe nur meine Augen aus. Na gut, dann. Wie wär's mit diesem hier, Dewey? Rotkäppchen. Ja, bitte. Rotkäppchen hat ihre Oma angerufen, angerufen, angerufen. Oma sagt, mir geht's nicht gut. Bitte komm zu mir. Rotkäppchen ging sofort, weil weg hinunter ging sie, doch traf sie einen Wolf. Kleines Mädchen, wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Es tut mir leid, Wolf, ich kann nicht oft hören, ich gehe zu meiner Oma. Rotkäppchen lief weg. Doch der Wolf kannte einen kürzeren Weg, um schneller zu Oma zu kommen. Der Wolf steckte Oma unter das Bett. Sag kein Wort! Der böse Wolf sagte und er zog an Omas Nachthemd. Rotkäppchen klopfte an die Tür. Darf ich reinkommen, Oma? Komm rein, mein Schatz, und vergiss den Korb nicht. Was für große Ohren du hast. Ohren du hast. Oma, was für große Ohren du hast. Damit ich dich besser hören kann. Er sagte... Was für große Augen du hast. Oma, was für große Augen du hast. Damit ich dich besser sehen kann. Er sagte, was für große Zähne du hast. Oma, was für große Zähne du hast. Damit ich dich besser essen kann. Er sagte... Er sprang auf und sie sprang zurück,
sprang zurück. Er sprang auf und sie sprang zurück und sie hinter den Tisch versteckte. Da kam die Oma aus und sie war wütend, sie war wütend, sie war wütend. Sie jagte ihn mit ihrem Besen, sie jagte ihn durch das Zimmer. Raus mit dir, Wolf! Schuh, schuh, schuh! Schuh, schuh, schuh! Schuh, schuh, schuh! Raus mit dir, Wolf! Schuh, schuh, schuh! Und komm nie wieder zurück! Ich fühle mich viel besser! Oma sagte, Oma sagte, Oma sagte, ich fühle mich viel besser! Ja, ich auch! Und jetzt machen wir ein Picknick! Wolf wurde wieder nie gesehen, nie gesehen, nie gesehen. Und so endet die Geschichte. Und jetzt geh schlafen, mein Dewey. Mua. Gute Nacht, Dewey.